meiner Linken, Frau Oberstein, Feuerwehr in Büren in diesem Einsatz. Daneben darf ich begrüßen Herrn Heinz Steingröber. Herr Steingröber ist Bürgermeister der Stadt Ibbenbüren. Und neben Herrn Steingröber sitzt Herr Reinhard Meyer, der Kreisbrandmeister des Kreises Steinfurt. Und neben mir zur Rechten sitzt Herr Dr. Ludwig. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen kurz den Sachverhalt darstellen, was heute sich ereignet hat, was heute passiert ist. Ein Personenzug von Osnabrück nach Rheine ist um 11.31 Uhr auf einen Gülleanhänger aufgefahren. Folgendes ist im Wesentlichen passiert. Ein Traktor mit einem Anhänger mit einem Güllefass ist über den Bahnübergang gefahren aus nicht geklärtem Anlass oder bisher noch nicht geklärtem Grund, hat sich der Anhänger gelöst von dem Traktor und ist auf den Schienen stehen geblieben. Der Zug konnte nicht mehr bremsen und ist auf den Anhänger aufgefahren. Dadurch ist es zu dem Unfall gekommen, bei dem wir zwei Getötete zu beklagen haben. Einer der Getöteten ist der Lokführer. Eine weitere Getötete, ein weiteres Opfer ist eine Frau, deren Personalien wir bisher noch nicht haben. Letztlich gibt es noch oder weiterhin gibt es 6 Schwerverletzte, die zu beklagen sind und 35 weitere Betroffene. Das heißt Personen, die sich auch in dem Zug befunden haben, die zwar nicht direkt körperlich verletzt sind, aber natürlich entsprechend durch den Unfall schockiert waren und auch betreut werden mussten. Polizei und Staatsanwaltschaft sind derzeit mit Hochdruck dabei, den Sachverhalt aufzuklären, wie es zu diesem Unfall, diesem Unglück kommen konnte. Das heißt, wir haben also den Trecker und den Anhänger beschlagnahmt. Beides wird begutachtet werden, sorgfältig begutachtet werden. Insbesondere wird natürlich auch da ein Augenmerk der Gutachter liegen auf der Kupplung. Wie konnte es dazu kommen, dass sich der Anhänger gelöst hat? Dann sind die sogenannten Indusi-Streifen der Lok sichergestellt worden. Hierbei soll genau festgestellt werden, mit welcher Geschwindigkeit die Lok, der Zug, unterwegs gewesen ist. Schließlich werden auch begutachtet die Bahnschranke und das Warnlicht im Hinblick auf ihre Funktion. Hat hier alles ordnungsgemäß funktioniert? Und wir haben noch Luftaufnahmen vom Unfallort, so dass auch diese in die Ermittlungen einfließen können, um weitere Anhaltspunkte, Gesichtspunkte geben zu können für die Unfallursache und den Hergang. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen zurzeit zum Stand der Ermittlungen und zum Sachverhalt sagen kann. Jetzt wird Herr Rolf von der Feuerwehr Ihnen etwas erzählen dazu, wie die Rettung erfolgt ist, wie es zu dem Feuerwehreinsatz oder wie der erfolgt ist. Ja, gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr Ibbenbüren mit dem Einsatzstichwort Traktor gegen Zug alarmiert. Wir hatten bis dahin auch keine Erkenntnisse, ob 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Ibbenbüren alarmiert zu dem Einsatzstichwort Zug kollidiert mit einem Traktor. Während der Einsatzfahrt verdichteten sich die Erkenntnisse, dass es sich nicht um einen möglicherweise Güterzug handelt, sondern um einen Personenzug. Daraufhin wurde bereits auf der Anfahrt der sogenannte Massenanfall von Verletzten der Größe 1 ausgelöst. An der Einsatzstelle angekommen mussten wir uns davon überzeugen, dass doch mehrere betroffene Personen und verletzte Personen an der Einsatzstelle waren, sodass wir dann gegen 12 Uhr eine Alarmerhöhung durchgeführt haben auf einen Massenanfall von Verletzten in der Größe 2. Das sind vorgeplante Maßnahmen, die im Kreis Steinfurt durchgeführt werden. Daraufhin laufen Automatismen ab, die zur Folge haben, dass mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und weitere notwendige Maßnahmen an der Einsatzstelle von der Leitstelle organisiert waren, sodass wir als Feuerwehr die technische Rettung durchgeführt haben und die betroffenen und verletzten Personen an eine Verletztenablagestelle abgelegt haben. Und diese wurden dann durch das anwesende Rettungsdienstpersonal bzw. die Feuerwehr so lange versorgt, bis die Automatismen wirkten und wir diese Patienten dann an die Rettungsdienstkräfte übergeben konnten. Das sind meine Erkenntnisse, das ist das, was wir als Feuerwehr gemacht haben.
Dann interessiert Sie wahrscheinlich auch noch, wie die notärztliche Versorgung erfolgt ist der Verunglückten. Dazu wird Ihnen Herr Dr. Rehkart etwas sagen. Ja, die Zahlen haben die Frau Oberstaatsanwältin und der Herr Rolf Ihnen gerade schon genannt, wie viele Betroffene wir hatten. Wir haben dort vor Ort 6 Schwerverletzte versorgt. Wir hatten leider 2 Tote zu beklagen gehabt und insgesamt 35 Betroffene, wie wir es nennen. Das sind Personen, die unverletzt aus dem Zug geholt werden konnten, die dort dann aber vor Ort versorgt wurden. Sie können sich sicher vorstellen, dass jemand, der in einem Zug sitzt und dies miterlebt, dort auch entsprechend geschockt rauskommt aus diesem Zug. Wir hatten vor Ort 4 Rettungshubschrauber im Einsatz, die landesweit zusammengezogen wurden. Wir hatten 10 Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Mit dieser Kapazität, die sehr schnell zur Verfügung stand und auch überörtliche Hilfe dort eingesetzt wurde, konnten wir sehr zeitnah die Verletzten sehr fachgerecht versorgen und sie sofort an entsprechende Rettungsmittel übergeben und haben dann die Verletzten auch in die Nachbarstädte weiterverwiesen. Wir haben Einheiten, die sogenannten Einsatzeinheiten, vor Ort gehabt, die dort die Verletztenbetreuung mit übernommen haben. Wir haben die Notfallseelsorger im Einsatz gehabt, die sofort auch an die Einsatzstelle gekommen sind. Und als wir sehen konnten, dass wir die Schwerverletzten zügig versorgt hatten und auch über die Rettungshubschrauber verteilen konnten in die Nachbarkliniken, war dann der Schwerpunkt, dass wir die betroffenen Personen, 35 an der Zahl, dort vor Ort betreut haben und haben sie dann hier in den Nachbarort nach Langenbeck, in das Dorfgemeinschaftshaus verbracht. Dort wurde bereits vom DRK eine Betreuungsunterkunft eingerichtet. Die Betroffenen wurden dort empfangen, versorgt und von 11 Notfallseelsorgern betreut. Die Betreuung ist jetzt in diesen Minuten geht es zu Ende, so wie ich das eben erfahren habe. Die letzten Personen sind auch von Familienangehörigen abgeholt worden. Wir haben dort also ein wirklich gutes Zusammenspiel von allen Einheiten gehabt, die sich um die Verletzten und Betroffenen gekümmert haben, von ganz vielen verschiedenen Bereichen, die dort mit angefasst haben und dort eine sehr zügige, sehr konsequente Versorgung der Betroffenen durchgeführt haben. Vielen Dank. Dann wird der Herr Schaumann noch etwas sagen, der Bürgermeister wird im Ort. Als erstes möchte ich den Angehörigen der beiden Verstorbenen mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen. Es ist ein schrecklicher Unfall und wir bedauern das zutiefst. Und wir hoffen, dass sie die nötige Stärke haben, um diesen Unfall zu verkraften. Das Zweite ist, dass ich auch als Beobachter an Ort und Stelle bestätigen kann, was Herr Dr. Rehkart gesagt hat. Es hat ein vorbildliches Zusammenwirken aller Beteiligten gegeben und man konnte sicherlich feststellen, dass das nicht zum ersten Mal so durchgeführt wurde, sondern dass das geübt war, dass das profimäßig abgelaufen ist. Und dafür möchte ich allen Beteiligten, Rettung, Feuerwehr und so weiter, meine große Anerkennung aussprechen.